Havertz ist doch für das, so wie wir Fußball spielen, der bessere Fußballer vorne. Mit dem kannst du viel besser kicken. Füllkrug ist sicherlich ein hervorragender Stürmer. Aber ist jetzt, wenn du nicht über die Außen kommst, wenn du nicht über die Flanken kommst, brauchst du ja einen Fußballer vorne. Und das mit unserer Offensivkraft, mit Musiala, Wirtz, Sané und Gündogan, brauchst du einen Fußballer vorne, mit dem du Fußball spielen kannst. Und Füllkrug hat es ja bewiesen, wenn er reinkam, war er immer da. Gestern habe ich eine halbe Stunde, glaube ich, Kader gespielt. Habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen von ihm. Und Havertz, hast du gesehen bei dem Elfmeter, kann auch mal vielleicht nicht so gut spielen. Dann ist er halt eiskalt, weil besser kannst du einen Elfmeter nicht schießen, wie er den gestern geschossen hat. Da kannst du einen Torhüter reinstellen, der kann 4 Meter groß sein, den kriegt er einfach nicht. Und deswegen ist für mich Havertz ganz klar die Nummer 1 da vorne drin, das habe ich vor dem Turnier schon gesagt. Mit dem kannst du auch richtig kicken. Unser Reporter hat gesagt, Havertz nicht der Knipser, zumindest gestern nicht, aus dem Spiel raus nicht. 2 Tore, 2 vom Punkt. Wie siehst du es, Imke? Ja, also ich sehe es genauso wie Mario. In das, wie wir Fußball spielen wollen mit den Deutschen jetzt, ist einfach Havertz der richtige Spieler. Und Julian probiert es ja auch immer, weil in Deutschland oder generell ist es ja so, dass im Fußball alle eine Meinung haben, ist auch richtig und ist auch schön. Genau deswegen lieben wir diesen Sport so. Und er probiert ja auch immer zu erklären, dass es bei ihm nicht nur darum geht, dass da vorne jemand steht, der köpfen kann und der mal ein Ding reinmacht, sondern vor allen Dingen, er macht viele Räume für andere Spieler. Er hat eine ganz andere Aufgabe. Und wenn man das gar nicht so beurteilen kann, aber jeder macht sich ein Urteil, deswegen sagt er, intern wird seine Leistung in jedem Spiel höher bewertet, als es vielleicht extern an so rein faktischen Zahlen gemessen werden kann. Und darum glaube ich auch, so Trainer haben immer ganz andere Einblicke und die Entscheidung, warum sie wie aufstellen, weil es jetzt zu dem Spiel eher passt. Aber auch wenn man Riesenhünen da hinten drinne. Wollten wir da jetzt groß mit Flanken, die auch noch füttern, dass sie uns da jeden rausschmettern? Nee, wir wollten ja auch fußballerisch Lösungen finden und die letzte Linie mit hohen Bällen, wenn sie uns viel Platz hinter der Linie lassen, die dort attackieren. Und da war er wieder der richtige Spieler für und eben nicht Füllkrug. Und ich glaube, so kann man das so einem Spieler auch erklären. Und wenn er das dann auch versteht und seine Rolle annimmt, und da hat ja Julian im Vorfeld schon echt für gesorgt, dass jeder diese Rollenakzeptanz, dass er sich Spieler zusammensucht, die zu so einem Team werden können, weil sie mit ihrer Rolle konform sind und das verstehen. Und deswegen muss ich sagen, macht Julian einen guten Job.